Ich bin Jana Jungjohann und ich erkläre Ihnen heute, warum die Online-Plattform Lefumi mehrere Arten von Leseflüssigkeitstests anbietet und wie Sie als Lehrkraft den richtigen Test für Ihre Schülerinnen und Schüler auswählen können. Das Lesen ist ein aktiver, multidimensionaler und kognitiver Prozess, der mit der Einschulung systematisiert wird. Schülerinnen erwerben mehrere Strategien, wie sie Wörter erlesen können. Je nachdem, auf welche Lesestrategie die Lesenden während des Leseprozesses zurückgreifen, wird dieser schneller und flüssiger. Das Erreichen einer angemessenen Leseflüssigkeit ist daher eine zentrale Zieldimension des Leseerwerbs in der Grundschule, da dieser notwendig für das verstehende Lesen ist. Die Leseflüssigkeit setzt sich aus der Lesegeschwindigkeit, der Lesegenauigkeit sowie der Automatisierung zusammen. Die Lesegeschwindigkeit beschreibt dabei, wie viele Wörter in einer Zeiteinheit, beispielsweise in einer Minute, gelesen werden. Die Lesegenauigkeit beschreibt hingegen, wie viele Wörter in der gleichen Zeiteinheit korrekt laut vorgelesen werden. Je nachdem, welche Strategie genutzt wird und wie automatisiert der Leseprozess schon abläuft, desto höher fällt im Endeffekt die Leseflüssigkeit aus. Zu Beginn des Leseerwerbs beansprucht das Rekodieren der einzelnen Wörter so viel Anstrengung, dass kaum Kapazitäten für das Verstehen des Lesens verfügbar sind. Im Schulalltag merkt man es daran, dass Schüler am Anfang häufig nicht wissen, was sie gelesen haben. Je routinierter das Rekodieren abläuft, desto mehr Kapazitäten können dann für das Verstehen des Wortmaterials aufgebracht werden. Daher wissen wir, dass die Leseflüssigkeit eine notwendige Voraussetzung für das verstehende Lesen ist. Der Grad der Automatisierung des Lesens hängt maßgeblich dadurch ab, welche Strategie wie effizient und sicher genutzt wird. Zu Beginn des Leseerwerbs rekodieren Schülerinnen und Schüler die Buchstaben einzelheitlich. Das bedeutet, dass sie die Buchstaben einzeln visuell wahrnehmen und sich dann überlegen, welcher Laut gehört denn dazu, also wie heißt dieser Buchstabe. Und das sprechen sie dann laut aus. Wenn mehrere Buchstaben oder Grapheme zusammen präsentiert werden, synthetisieren die Schülerinnen diese Laute gemeinsam. Das heißt, die Laute werden nicht einzeln nacheinander gesagt, sondern die werden schon miteinander verbunden. Und wenn dieses Vorgehen, also das einzelheitlich sequenzielle Erlesen von Buchstabenreihenfolge stattfindet, wird in dem Kompetenzmodell nach Klitz-Pera 2017 vom nicht-lexikalischen Lesen gesprochen. Je mehr Übung die Schülerinnen im Lesen haben, desto schneller erkennen sie die Buchstaben, desto sicherer sind sie auch im Abruf des passenden Lautes und das Lesen wird mit der Zeit schneller und sicherer. Im Deutschen gibt es bestimmte Gruppen von Buchstaben, die häufig gemeinsam auftreten. Das sind beispielsweise Endungen wie ung oder lich oder Morpheme, die in längeren Wörtern wiedererkannt werden, wie beispielsweise hab in habe oder haben oder spiel in spielen oder Spielzeug. Wenn diese Lautkombinationen häufig gelesen werden, werden die im mentalen Lexikon abgespeichert und mit vielfältigen Informationen verknüpft. Informationen können beispielsweise sein, in welchen Kontexten einzelne Buchstabengruppen oder auch Morpheme wiedererkannt worden sind oder schon mal erlesen wurden. Dadurch, dass diese einzelnen sublexikalischen Einheiten mit Informationen verknüpft werden, können die vom mentalen Lexikon schneller abgerufen werden. Dieses Lesen wird dann als zunehmend oder teillexikalisches Lesen benannt. Wenn ganze Wörter auf Anhieb aus dem mentalen Lexikon abgerufen werden können, dann wird die Lesestrategie als lexikalisches Lesen bezeichnet. Diese Lesestrategie wird im Laufe des Leseerwerbs zur dominierenden Strategie und ist auch bei uns Erwachsenen die vorherrschende Lesestrategie. Für den Schulkontext bedeutet dies, dass je nachdem, welches Wortmaterial eine Schülerin oder ein Schüler erliest, können bzw. müssen die Lesenden auf eine unterschiedliche Strategie zurückgreifen. Dies ist bei Leseanfängern wie auch bei Leseprofis noch so. Bekannte Wörter können ganzheitlich abgerufen werden, also da wird lexikalisch gelesen. Unbekannte Wörter, wie beispielsweise bei Pseudowörtern, müssen einzelheitlich rekodiert werden, da zu ihnen noch kein Eintrag im mentalen Lexikon vorhanden ist.
Leseanfängerinnen haben noch kaum Einträge im mentalen Lexikon abgespeichert, sodass sie häufig auf das nicht-lexikalische Lesen zurückgreifen müssen. Diese Lesestrategie ist sehr fehleranfällig und benötigt viel Kapazität im Arbeitsgedächtnis. Für den schulischen Leseerwerb bedeutet es, dass es für die Schülerinnen einen Unterschied macht, was sie erlesen. Kurze Silben sind leichter zu erlesen, da durch die wenigen Grapheme wenig Merkfähigkeit während des Leseprozesses benötigt wird. Längere Wörter müssen zudem in Silben segmentiert werden und ich muss mir mehr merken, was ich ja vorher am Anfang des Wortes schon erlesen habe. Hier sehen Sie einen Ausschnitt der Testübersicht der Testarten in Lefumi. Aktuell bieten wir 4 Leseflüssigkeitstests an. Das ist das Silbenlesen, das Wörterlesen, das Pseudowörterlesen sowie das Sichtwortschatzlesen. Die Tests unterscheiden sich darin, welche Leseaufgaben die Schülerinnen gestellt bekommen. Bei allen Tests werden den Kindern 1 Minute lang aus einem spezifischen Itempool, also aus einer Aufgabensammlung, verschiedene Silben oder Wörter vorgelegt und ihre Aufgabe besteht darin, diese Wörter oder Silben laut richtig vorzulesen. Je nachdem, welches Wortmaterial in den Tests angeboten werden, müssen die Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche Lesestrategien zurückgreifen. Und mit den Tests können sie diese verschiedenen Lesestrategien einzeln langfristig begleiten und die Lernfortschritte überprüfen. Ich habe hier die Testübersicht erweitert über die Entwicklungsbereiche des basalen Lesens, welche von den verschiedenen Testarten beansprucht werden. Die Entscheidung, mit welchem Test Sie ein Kind zukünftig länger begleiten möchten, hängt davon ab, welche Lesestrategie Sie prüfen möchten. Beim Silbenlesen wird vorwiegend geprüft, wie sicher die Zuordnung von Graphemen zu Phonemen, also von Buchstaben zu den Lauten, verläuft. Hier können wir Rückschlüsse auf das phonologische Rekodieren schließen und das Synthetisieren von einzelnen Lauten, also das Zusammenziehen der Laute innerhalb einer Silbe. Beim Wörterlesen steht der Abruf von lexikalischen Einheiten aus dem mentalen Lexikon im Vordergrund. Hier werden meist 2-silbige, weniger Wörter sind auch 1-silbig, angeboten, sodass zusätzlich das Wortmaterial in Silben segmentiert werden muss. Das bedeutet, mit diesem Test können wir Rückschlüsse auf die Automatisierung des Leseprozesses und auch die Lesegeschwindigkeit ziehen. Beim Pseudowörterlesen werden die Einträge aus dem mentalen Lexikon größtenteils ausgeschlossen. Diese Wörter können die Kinder nicht kennen, da es Fantasiewörter sind. Alle Wörter, die im Test Pseudowörterlesen integriert sind, bestehen aus realen Silben, die es im Deutschen gibt, aber die Wörter insgesamt existieren nicht. Das bedeutet, jedes Pseudowort besteht aus 2 Silben. Rückschlüsse können wir aus diesem Test über die Lesesynthese mit der Silbensegmentierung ziehen. Der Sichtwortschatztest basiert auf den häufigsten Wörtern, die in der Grundschule bzw. im Grundschulalter benutzt werden und gelesen werden. Hier wird die Speicherung dieser häufigen Wörter geprüft und damit vor allem die Automatisierung des Ganzwortabrufes geprüft. Rückschlüsse können wir hier vorwiegend über die Automatisierung von häufigen Wörtern ziehen. Die Leseflüssigkeitstests werden schwerpunktmäßig in der Schuleingangsphase eingesetzt. In dieser Zeit erreichen die Schülerinnen und Schüler die größten Lernfortschritte in der Leseflüssigkeit, da hier der Schwerpunkt darauf liegt, das phonologische Rekodieren möglichst sicher zu erwerben. Die Leseflüssigkeitstests der Online-Plattform Lefumi orientieren sich an lang erprobten Testverfahren aus den USA. Die werden dort schon bereits seit den 80er Jahren eingesetzt. Alle Tests sind lehrkraftzentriert. Das bedeutet, dass ein Kind immer gemeinsam mit einer lesekompetenten Person, beispielsweise mit der Lehrkraft, gemeinsam den Test bearbeitet. Das Kind hat die Aufgabe, so viele Wörter oder Silben korrekt laut vorzulesen, innerhalb von 1 Minute, wie es kann. Parallel dazu bewertet die Lehrkraft über die Tastatur, über die Zahlen 1 für richtig vorgelesen und 0 für falsch vorgelesen, ob das Kind einen Lesefehler gemacht hat oder nicht. Auf dem Bild in der Präsentation sehen Sie hier eine typische Testsituation mit dem Test Pseudowörterlesen. Für eine einfache Nutzung im Schulalltag ist es von hoher Bedeutung, dass Lehrkräfte leicht einen passenden Test für die Schülerinnen auswählen können.
Da wir den Einsatz in leistungsheterogenen und auch in inklusiven Klassen fokussieren, sind alle Tests kompetenzorientiert. Das heißt, dass Lehrkräfte in Abhängigkeit von dem Niveau, von der aktuellen Kompetenz der Schülerinnen eine Niveaustufe auswählen können. Durch dieses System können alle Kinder einer Lerngruppe mit denselben Tests arbeiten, aber auf unterschiedlichen Niveaustufen. Im Bereich der Leseflüssigkeit orientieren sich die Niveaustufen an den Regeln des Kieler Leseaufbaus. Im Rahmen des Kieler Leseaufbaus wurden Laute und Lautstrukturen des Deutschen nach Schwierigkeit geordnet und zu 14 aufsteigenden Stufen zusammengefasst. Beispielsweise wissen wir aus der Forschung, dass die dehnbaren Konsonanten leichter zu erlesen sind als die plosiven. Das ist relativ einsichtig, weil bei den dehnbaren Konsonanten kann ich lange überlegen, welcher Laut danach kommt. Bei einem plosiven Laut muss ich es direkt wissen. Diese Stufen haben wir für die Online-Plattform Lefumi zusammengefasst. Diese Testübersicht kennen Sie schon. Ich habe den Ausschnitt nun erweitert mit den Niveaustufen. Die Niveaustufen sehen Sie auf der rechten Seite der Grafik. Im unteren Bildrand sehen Sie, was die Niveaustufen bedeuten, also was dahinter steckt. Am unteren Bildschirmrand können Sie die Niveaustufen von Lefumi sehen. Diese sind aufsteigend von Niveaustufe 0 bis Niveaustufe 4. Die Niveaustufen unterscheiden sich in zwei Punkten. Der erste Punkt ist die Auswahl der eingeschlossenen Konsonanten bzw. Konsonantencluster. In den unteren Niveaustufen finden sich nur die leicht zu erlesenen Konsonanten, also die dehnbaren. In den höheren Niveaustufen befinden sich seltenere Buchstaben sowie plosive und schwierig lesbare Konsonanten. Alle Niveaustufen werden durch die Vokale ergänzt, damit wir auch reale Silben bilden konnten. Die Niveaustufen unterscheiden sich zum zweiten in der Lautstruktur. In den Niveaustufen N0 bis N3 gibt es immer nur eine Vokal-Konsonant-Vokalstruktur oder eine Konsonant-Vokal-Konsonantenstruktur. Das heißt, es folgen nicht zwei Konsonanten aufeinander. Konsonantencluster sind erst ab Niveaustufe N4 enthalten. Das bedeutet, in Lefumi entscheidet das Beherrschen von Buchstaben sowie die Lautstruktur, auf welcher Niveaustufe Sie einen Test mit einem Kind durchführen können. Beispielsweise müssen Schüler für den Test auf der Niveaustufe N1 nur die dehnbaren Konsonanten hm, r, s, hm, f und hl können. Also Sie müssen das Graphem erkennen können und die Laute schon wissen. Zusätzlich müssen alle Vokale beherrscht werden. In der oberen Grafik sehen Sie, dass nicht alle Testarten auf allen Niveaustufen existieren. Dies liegt daran, dass bei den meisten Tests immer nur reale Wörter oder Silben verwendet werden und einfach für das Wörterlesen auf Niveaustufe 0, da gibt es nicht ausreichend reale Wörter. Als Entscheidungsregel für den Unterrichtsalltag, welchen Test Sie nun für eine Schülerin oder einen Schüler auswählen, gilt, dass Sie immer die möglichst höchste Niveaustufe wählen. Denn so können Sie sehr lange mit einem Test mit einem Kind arbeiten. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie bei der ersten Testung eine Testart auswählen, also beispielsweise das Wörterlesen, und dann nutzen Sie zwei Niveaustufen direkt hintereinander. Also beispielsweise nutzen Sie mit dem Kind den Wörterlesetest Niveaustufe N2b und N3. Dann können Sie anhand von diesen beiden Testergebnissen entscheiden, welche Niveaustufe besser passt, also mit welcher Niveaustufe Sie länger arbeiten können. Mindestvoraussetzung ist, dass das Kind auf der höheren Niveaustufe 3 Aufgaben richtig gelöst hat. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Grapheme der entsprechenden Niveaustufe ausreichend gesichert sind. Hier habe ich Ihnen eine Übersicht mitgebracht, in der ich die Niveaustufen nochmal verdeutliche. Alle Items, also alle Silben, die Sie hier sehen können, gehören zu der Testart Silbenlesen. Aber die unterschiedlichen Niveaustufen haben eigene Leseaufgaben. Das heißt, eine Silbe, die in einer Niveaustufe vorkommt,
kann nicht mehr in einer anderen Niveaustufe vorkommen, aufgrund unserer Konstruktionsregeln. Bei den DeFumi-Tests bekommt bei der ersten Testung jedes Kind dieselbe Testreihenfolge, also die gleichen Items, Aufgaben, die nacheinander angezeigt werden. Diese Reihenfolge ist von uns festgelegt und dient zur Normierung. Ab der zweiten Messung wählt die Plattform aus diesen einzelnen Item-Pools zufällig einzelne Items, also Silben, aus. Damit die Kinder immer wissen, dass nun auch ein neues Item kommt, also eine neue Leseaufgabe, haben wir noch zusätzliche Ziehregeln in der Plattform hinterlegt. Ein Beispiel ist, dass nie der gleiche Anfangsbuchstabe hintereinander vorkommen darf. Sie als Lehrkraft bewerten ja das Lesen. Wie bereits erwähnt, können Sie dies über die Tastatur, über die Zahlen 1 und 0 eingeben. In unserem Handbuch für Lehrkräfte im Bereich Deutsch finden Sie die Tabelle, die Sie hier auch sehen. An dieser Tabelle können Sie sich orientieren, was als Lesefehler gewertet wird und was keinen Lesefehler darstellt. Aber Achtung, manche Bewertungen unterscheiden sich je nach Tests. Beispielsweise beim Pseudowörtertest muss das lange I nicht als I, sondern darf auch als IE vorgelesen werden. Dies liegt daran, da bei den Pseudowörtern die Kinder nicht auf das mentale Lexikon, also auf einen realen Eintrag zu einer Information von diesem Wort zurückgreifen können. Insgesamt können Sie diese Arten von Lesefehlern zu vier Typen zusammenfassen. Zum einen wird vorgelesen, ohne dass die einzelnen Laute synthetisiert werden. Das bedeutet, dass die Kinder die Buchstaben bzw. die Laute einzeln nacheinander sagen und nicht zusammen vorlesen. Der zweite Typ ist, dass ein falscher Laut vorgelesen wird. Beispielsweise bei spiegelbildlichen Buchstaben werden Laute verwechselt. Der dritte Typ von Lesefehler ist die Auslassung eines Lautes und der vierte, dass die Lautreihenfolge vertauscht wird. Diese Tabelle finden Sie auch im Lehrerhandbuch und können da nochmal genau nachlesen. Nun habe ich Ihnen einen kurzen theoretischen Hintergrund gegeben, warum auf lefumi.de unterschiedliche Arten von Leseflüssigkeitstests angeboten werden und dass die Niveaustufen sich an den Schwierigkeiten der verwendeten Lauten orientiert. Ich fasse noch einmal zusammen, um Ihnen eine Entscheidungshilfe zu geben. Wenn Sie mit einem Kind mit den lefumi-Leseflüssigkeitstests arbeiten möchten, entscheiden Sie sich zuerst, welche Lesestrategie Sie prüfen möchten. Für den Anfangsunterricht empfehlen wir, grundsätzlich mit dem Test Wörterlesen zu beginnen, da dieser am nächsten an der Lesewelt der Schülerinnen orientiert ist. Das Silbenlesen bietet sich besonders an, wenn Sie sehr früh mit den DeFumi-Leseflüssigkeitstests starten wollen. Das heißt, diesen Test können Sie auch schon während des Buchstabenlehrgangs einsetzen. Den Pseudowörtertest sowie den Sichtwortschatztest nutzen häufig Lehrkräfte der höheren Klassenstufen, also ab Klassenstufe 2 oder auch in Klassenstufe 3 und 4, um eben die anderen Lesestrategien und vor allem die Automatisierung in den höheren Klassenstufen weiterhin zu begleiten und individuelle Lernfortschritte beobachten zu können. Nachdem Sie sich für eine Testart entschieden haben, wählen Sie die passende Niveaustufe für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin. Hierbei sollten Sie stets auf die höchste Niveaustufe zurückgreifen, die im Rahmen der Kompetenz des Kindes liegt. Das ermöglicht, dass die Schülerinnen im Laufe der Zeit Fortschritte zeigen können. Es ist im Sinne der Lernverlaufsdiagnostik, dass die Schülerinnen zu Beginn der Testung nur wenige Wörter korrekt vorlesen können und sich somit im unteren Messbereich des Testes befinden. Dies ermöglicht ein langes Arbeiten mit demselben Test. Sie als Lehrkraft haben dadurch den Vorteil, dass Sie viele vergleichbare Messergebnisse erhalten und reliable Informationen über den individuellen Lernverlauf der einzelnen Schüler sehen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen das Video bei der Auswahl der passenden Tests hilft. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare. Hier finden Sie noch die zugrunde liegenden Quellen. Diese finden Sie auch in der Beschreibung des Videos. Ich empfehle Ihnen nochmal das Handbuch für Lehrkräfte im Bereich Deutsch der Online-Plattform Lefumi. Dieses ist Open Access veröffentlicht, sodass Sie das kostenlos als PDF herunterladen können. Außerdem steht Ihnen das auch auf der Online-Plattform Lefumi zur Verfügung.